Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zum Popeln Wilbur in the Book of Unwritten Tales. Wir haben in der letzten Folge unter anderem hier drei lustige Tränke bekommen, eine magische Nadel mit einem magischen Faden und außerdem eine Karte. Das ist eine Landkarte der Gegend hier. Mit ihr kann ich zum Beispiel schnell von hier nach da kommen. Genau, das probieren wir doch mal. Wo können wir denn hin zur unteren Stadt? Da können wir noch dahin und das war's. Dann gehen wir noch mal dahin. Was auch immer das ist. Wo wir da landen. Ach, bei Wuppermann. Der magische Wuppermann. Kristallkugel. Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Ich wette, wir müssen die austauschen mit unserer Kristallkugel. Aber wir reden erstmal mit dem Schauspieler mit dem Supernamen, der ihm eine weltweite Karriere eigentlich, das ist ja schon im Namen festgelegt, Wuppermann. Mann. Mann, ey. Wie, nee. Warum schüttelst du den Kopf? Hier, rede mit ihm. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Na nu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohlan, junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Francis Wuppermann. Sind ein Schausteller, nicht wahr? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Francis. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Francis den Mistbildenmann. Aber meine kleine Jahrmarkt, die betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Wahrsager. Meister Markus sagt, Sie seien sehr reich. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Vielleicht. Ganz recht, und Gold her. Und wenn es so wäre? Dann müsste ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich über erstaunliche Fähigkeiten verfüge. Okay. Ich könnte dich hypnotisieren und dir weismachen, du seist ein gigarianischer Munifrosch. Oh nein, kein gigarianischer Munifrosch. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Ja. Aber dann darf ich dir mal Glücksrad darf spielen. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Sicher. Ohne Einsatz? Das ist ja mal ein geiles Spiel. Ich will auch ein Spiel ohne Einsatz, wo ich einen Haufen wie Gold gewinnen kann. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Vier Rot, sogar. Gelb, grün und blau. Ja. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Ein Sack, also aber kein Haufen. Gut. Welche Farbe willst du? Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Wo ist denn noch da oben ist der Haken? Oh, schon war leider völlig daneben. Schade. Willst du es noch einmal versuchen? Ja, klar. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Jetzt sind wir... Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Los geht's. Na, jetzt ist ein blaues. Nee, doch nicht. Na. Hervorragend, yeah. Du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Nur noch zweimal. Welche Farbe willst du? Ich bleib bei Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also, rot ist jetzt meine Glücksfarbe, habe ich gerade erklärt. Komm. Rot. Unfassbar. Rot. Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Ich habe schon gewonnen. Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen. Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? Ich bleib bei Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Komm, ich drücke gerade meinen Daumen. Drückt alle die Daumen mit.
Aber da ist es bestimmt noch mit irgendeinem Rätselspiel verbunden. Das kann nicht sein, dass man das schon so direkt schafft. Ne. Seht ihr? Da war... Ah, das war leider knapp. Völlig daneben. Völlig daneben. Voll knapp. Willst du einmal versuchen? Nee. Jetzt nicht lieber mehr. Nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Ja. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Also, ganz im Ernst, wenn es in echt so ein Gewinnspiel gäbe, wo man nichts für tun muss, außer immer wieder am Rad drehen. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag hier am Rad drehen. Den ganzen Tag. Es ist beinahe unmöglich, dreimal hintereinander das richtige Feld vorherzusagen. Ich werde alt und grau sein, bevor das passiert. Es ist beinahe... Okay. Kristallkugel. Vielleicht kann er uns ja mal in die Zukunft blicken. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Das hatten wir ja schon. Aber reden wir mal mit ihm. Er soll doch mal in unsere Zukunft blicken und uns sagen, welche drei Felder wir sagen Hallo. Sollen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ach, der ist so freundlich. Können Sie, Sie können wirklich die Zukunft voraussagen? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Ah, okay. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Self-fulfilling prophecy. Wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Er ist nur ein sehr cleverer Mensch. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Okay, können Sie mir vielleicht die Zukunft vorhersagen? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ja. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Ach, schön. Hui. Unheimlich. Also komm. Fokus. Fokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Welche Frage werde ich Ihnen als nächstes stellen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Ja? Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh, deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem, danke. Ja. Ja, das war sehr interessant. Total. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Mhm. Können wir denn jetzt hier irgendwie die Kristallkugeln austauschen? Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Ja, das stimmt. Was ist das? Haariges etwas. Es atmet. Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Das ist ein Hamster? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Oh, ich hätte ihn so gern. Der ist bestimmt total flauschig, kuschelig. Oh. Leerer Käfig? Ein leerer Käfig ein leerer für die Lehrer. Käfig, wie es scheint. Für Pantibutter. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Unsichtbar und rosa. Geht es gut, denke ich. Ah, okay. Was haben wir hier noch für ein Käfig? Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge... Naja, was Tauben halt so hinterlassen. Scheiße. Ich nehme nur eine Feder. Ich sehe gar eine keine. Eine große, unbeschmutzte. Ja, besser ist das. In Zeiten der Vogelgrippe und sowas. Noch was? Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig. Sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Ja, warum eigentlich nicht? Glücksrad, Kristallkugel, Schausteller. Ich will immer Schauspieler sagen. Er ist natürlich kein Schauspieler. Er ist ein Schausteller. Er stellt Sachen zur Schau. Er spielt nicht zur Schau, sondern er stellt Sachen zur Schau. Ui. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Ja. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht,
Ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Eine Schlägerei mit einem Pony? Ich würde mich sowieso nie auf die Schlägerei mit einem Pony einlassen. So, haben wir sonst noch irgendwas? Einmal die Leertaste, um zu sehen, dass wir alles gesehen haben. So, eine Feder. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Ja, klar. Andererseits, was soll schon passieren? Eben. Trinken wir jetzt mal, was haben wir getrunken? Den roten Trank. Aus Versehen, eigentlich wollte ich ihm ihn geben. Nichts. Nee, überhaupt nichts. An den Trank will er nicht trinken, oder was? Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Dreh dich doch mal um, damit wir dich sehen. So, dann trink auch den. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Ja, wo der erste ja überhaupt gar keine Wirkung hatte, nicht wahr? Lieber, du kippst den auch in den Ausschnitt. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Du drehst dich leicht. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. Geht wieder. Und der letzte. Ein grüner Trank. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Ich auch nicht. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Aha, den behalten wir. Den brauchen wir also scheinbar. Ein winziger Schluck, hey, immer. Alles wird größer. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Ja, so mittel, ne? Mittelsinnvoll. Okay, wie können wir ihn denn ablenken? Wir reden mal weiter mit ihm. Wir haben noch nicht alle Gesprächsoptionen durch. Wilbur, du kannst für mich tun. Was hat es denn mit diesen Käfigen auf Diese sich? Diese Käfige? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Ach so. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Clever. Der Bertram, der ist ziemlich dick, oder? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Eben. Ich glaube, mit dem Eichhörnchen stimmt was nicht. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Ja. Sieht eigentlich ganz normal aus. Er geht weg. Er geht weg. Er geht weg, lass mich mein Inventar. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Wir haben natürlich die anderen Vorhersagen gar nicht uns geben lassen, tut mir leid. Ich fand nur die eine so lustig. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja. Sehr beeindruckend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich habe noch nie eins gesehen. Ja, sie sind sehr schüchtern. Wie, sind da mehrere drin? Ich dachte, da wäre nur Ziggy oder Siggi. Siegfried, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Ich finde es ja schon schön, dass sie rosa und nicht rosanes geschrieben haben. So, ich hätte gern nochmal die Zukunft vorhergesagt, lieber guter Wuppermann. Hallo. Frenthith. Wilbur. Ja, du kannst für mich tun. Können Sie mir nochmal die Zukunft voraussagen? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Hokus Pok. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Ja. Herr Wuppermann. Hallo. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Können Sie auch sprechen? Oh. Also gut. Werde ich den Erzmagier treffen? Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nein. Oh. Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein?
Auch nicht, okay. Mir wird bei diesem Abenteuer doch nichts Schlimmes passieren, oder? Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Was? Nein! Werde ich verletzt? Nein! Werde ich sterben? Nein! Dann sagen Sie mir... Ja? Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Also irgendwie müssen wir... Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Wir müssen da irgendwie... Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Okay. Wir müssen irgendwie rausfinden, der muss uns irgendwie sagen, welche Farben hier kommen. Das ist, glaube ich, der Sinn des Ganzen. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.